Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer bei timetodo.ch. Heute beschäftigen wir uns mit dem wichtigsten Teil in unserem Körper, wobei mir da immer diese kleine Anekdote einfällt, wo die Organe gegeneinander im Körper revolutionieren und jedes der Chef sein will. Und kommen aber auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal dazu. Wir beschäftigen uns heute mit, ich sag mal, dem Steuerorgan unseres Körpers, und was da eigentlich genau so abgeht, wissen die meisten Menschen gar nicht, so wie sie auch nicht wissen, aus was es besteht. Deswegen habe ich heute jemanden bei mir im Studio, der mir genau Antwort geben kann über die Thematiken, was ist mit unserem Gehirn, was passiert darin, welche Einwirkungen haben äußere Einflüsse und so weiter. Herzlich willkommen vom Gesundheitszentrum in Bischwil, Dr. Manfred Döb. Hallo, hallo. Manfred, wir kennen uns ja, sind ja schon in einigen Interviews und Sendungen zusammen gewesen. Erstmal mal meinen Dank an dich, dass du dich immer so bereitwillig zur Verfügung stellst, wenn ich wieder komme und bohre mit Fragen und möchte vieles wissen. Thema Gehirn. Jetzt wissen die meisten Menschen, das Gehirn ist die Schaltzentrale. Manche meinen auch, der ganze Mensch sitzt im Gehirn und sonst nirgends und nur dort mit agieren wir. Das Herz wird oft vergessen, aber Herz ist unser nächstes Thema vielleicht. Heute unser Thema Gehirn. Erstmal wäre für mich wichtig, aus was besteht denn ein Gehirn? Ja, also rein chemisch überwiegend aus Fett. Deshalb wird es vom Körper ja auch als Mülldepot für fettlösliche Gifte verwendet. Das wäre schon mal ein wichtiges Thema. Dann natürlich aus einer Unzahl von Neuronen und Synapsen, die miteinander interagieren und eine Zahl von Verbindungen haben, die in die Billionen geht. Und das Gehirn ist damit extrem leistungsfähig und nach wie vor einem Computer überlegen, jedenfalls was die Intuition, die Inspiration und die Kreativität angeht. Die übrigen Rechenleistungen, da kann das Gehirn nicht mehr mithalten, das ist klar. Aber das Gehirn ist vor allen Dingen der Sitz, wo wir unser Ich vermuten, unser Selbst vermuten und mit dem die Seele ja direkt kommuniziert. Wir haben zwar rund um das Gehirn Felder und oberhalb des Gehirns unser Bewusstsein, aber ohne dass die Hardware funktioniert, leiden alle diese übergeordneten Institutionen. Du hast jetzt von Neuronen und von Fett und von anderen Dingen gesprochen. Was ist denn mit Wasser? Man liest ja immer, das Gehirn wäre zu 90% aus Wasser. Naja, man kann das Gehirn, wenn man es quetscht, zu Wasser umwandeln, aber das Wasser ist nicht das Entscheidende, sondern das Fett. Und zwischen dem Fett das Wasser, wobei ich sagen würde, dazwischen ist die Matrix. Das klingt viel besser als Wasser. Aber die Matrix besteht zum großen Teil wiederum aus wässrigen Substanzen und in Wasser gelösten Stoffen. Jetzt ist ja unser Gehirn so, möchte ich mal sagen, ein ganz großes Unikum. Die einen sagen, wir benutzen nur 3-4%, dann habe ich andere Berichte gelesen, die reden von 10%. Aber alle sind sich einig, dass wir weit nicht die gesamte Kapazität unseres Hirns nutzen. Wieso eigentlich nicht? Ja, zum einen, weil wir ja von unserer gesamten DNS auch nur 10% benutzen. Das heißt, das betrifft ja nicht nur das Gehirn, das betrifft alle Organe, alle Zellen. Das andere wird hier und da als Junk-DNS bezeichnet, das ist natürlich Nonsens, sondern die nicht benutzte DNS ist die Reserve-DNS, die mit der Epigenetik kommuniziert. Denn obwohl die DNS heutzutage ja in den USA voll aufgeklärt ist, bringt das wenig, wenn man die Leistungen des Menschen damit beurteilen will. Das ist alles in einem Feld herum um das Gehirn, um jede DNS. Ohne die Felder läuft gar nichts. Ganz spannende Thematik auch da. Und diese Gehirnthematik ist ja auch von unseren Forschern so, das breiteste Spektrum wird ja immer im Hirn. Dann höre ich einen Satz, den ich auch noch mal gern verifiziert haben möchte. Blut-Hirn-Schranke. Was bedeutet dieses Wort? Ja, das Gehirn sollte in einem Milieu arbeiten, wo es von negativen Einflüssen frei ist. Alles, was wir
zu uns nehmen über Atmung oder Trinken und Essen, geht aber ins Blut. Wenn zwischen Blut und Gehirn nicht eine Schranke wäre, würde es auch alles ins Gehirn gehen. Das heißt, die Blut-Hirn-Schranke lässt nur das durch, was Sinn macht, nämlich Sauerstoff, Zucker, einige Fettarten, und einige Spurenelemente und alles, was Zellmembranen benötigen. Aber alles, was schädlich ist, sollte nicht hindurch. Und das ist das Thema Nummer eins heutzutage, die durchlöcherte Blut-Hirn-Schranke. Wer durchlöchert die Blut-Hirn-Schranke? Der Elektrosmog. Der technische Elektrosmog. Und das haben wir schon 1998 festgestellt, als ich im Rahmen meiner energiemedizinischen Tätigkeit feststellte, dass die Antworten der Menschen, der Körpersysteme auf Fragen zum Teil unlogisch und irrational wurden. Mhm. Das heißt, ich gab jemandem ein Gift in die Hand, die Antwort ja. Ich gab jemandem das Entgiftungsmittel in die Hand, Antwort nein. Das heißt, paradoxe, falsche Reaktionen des Gehirns passieren, wenn der Elektrosmog das Gehirn geswitcht hat, ins Switching gebracht hat, einen Schalter umgelegt hat. Das Gehirn weiß dann nicht mehr, was ist gut für es und den Menschen und was ist schlecht, sondern es weiß entweder gar nichts mehr oder sogar das Gegenteil. Ist auch dort die Thematik Demenz, Alzheimer mit anzusiedeln? Das ist dann der Schritt, der ein paar Jahre davon entfernt ist, aber der zwangsläufig folgt. Aber primär mal stellt sich die Frage Abhängigkeit, Sucht. Denn Sucht ist ja auch nichts anderes als ein Switching. Der Körper will Heroin, obwohl es ihm schadet. Und der Körper will nicht von Heroin befreit werden, das Gehirn. Sucht ja. Und Switching gehen miteinander einher. Die Jugend ist heutzutage zum großen Teil elektrosmog-süchtig. Wenn ich ein Kind in den Wald schicke, wo die Atmosphäre noch halbwegs in Ordnung sein mag, dann kommt es nach 3 Stunden wütend angerannt und heult und sagt, ich halte das nicht aus. Da ist ja nichts los. Ich will sofort wieder vor meinen Monitor. Elektrosmog-Sucht. Also diesen Einfluss, den wir so tagtäglich über uns ergehen lassen, weil ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch einen Ort gibt irgendwo, wo kein Elektrosmog vorhanden ist, kann ich mir fast nicht vorstellen, bei dieser wahnsinnigen Überbauung mit den ganzen Funkmasten und verschiedenen Netzen und so. Jetzt sind das ja Einflüsse. Das Thema unserer Sendung heißt ja Gehirnattacken. Und das hört sich immer für mich an, als würde man einen Hammer auf den Kopf hauen, wenn ich das Wort so höre. Und das wäre ja eine schlimme physische Einwirkung auf das Gehirn. Dann wissen wir, klar, gibt es Schädelbruch, gibt es Gehirnquetschung, gibt es die Thematiken. Aber viele andere Seiten, wir haben eben das Thema gehabt, Elektrosmog, also entweder ganz normal das, was durch jede Elektroleitung verursacht wird, oder natürlich Funkstrahlen von den unterschiedlichen Netzen. Jetzt gibt es ja immer mehr Berichte, die so langsam hochkommen, dass dieses wirklich eine große Gefahr darstellt. Bevor wir weiter auf diese Strahlenschäden eingehen, aus medizinischer Sicht, ich meine, es schauen ja die Sendung auch viele Mütter, die Kinder haben, an. Was sagt der Mediziner heute zu dieser ganzen Thematik iPhones, Spielekonsolen, also ständig am Computer, entweder über drahtlos, über WLAN-Netz verbunden oder vor Monitor? Was passiert da mit dem Gehirn, wenn ich ständig mit diesen Dingen es belaste? Das Gehirn wird erstens geswitcht, wie schon erwähnt, und zweitens deprogrammiert und desinformiert. Das heißt, es werden Inhalte in das Gehirn transformiert oder transferiert, die nur schädlich sind. Zum Beispiel die 2,4 Gigahertz der Handystrahlung gehen durch ein biologisches Fenster und landen im Gehirn in der Zirbeldrüse, in der Hirnanhangdrüse, im Thalamus, im limbischen System, im Hypothalamus. Das heißt, alle unbewussten Anteile des Gehirns werden
umprogrammiert und damit aus dem Verkehr gezogen quasi. Nur die Großhirnrinde, das Oberbewusstsein, das ist ziemlich resistent. Das heißt also, wenn ich elektrosmog-süchtig bin, kann ich als Programmierer durchaus arbeiten. Da leiste ich vielleicht sogar was. Aber alle un- und unterbewussten Leistungen gehen in die Hose. Das heißt, der Mensch wird quasi wie runtergestuft von seinen Fähigkeiten, damit zu arbeiten. Jetzt und hat sogar das Reptiliengehirn erlangt eine größere Bedeutung. Aha, das heißt dann doch back to the Steinzeit. Jetzt hat das Gehirn ja auch so eine Steuer- und Überwachungsfunktion. Und welche Verbindung besteht zwischen dem Gehirn und dem Anstieg von vielen Krankheiten? Ja, zum einen auf der materiellen Ebene, der Anstieg der Gehirntumore findet statt, ist uns bezweifelbar. Der Anstieg von Aneurysmen, auch materielle Ebene, steigt. Dann aber vor allen Dingen der Anstieg von Gehirnleistungen, die gestört werden, die führen zum Tinnitus, zur Schwerhörigkeit, zum schlechteren Sehen. Die Konzentration lässt nach, das Gedächtnis lässt nach und die Zentriertheit des Menschen geht eigentlich verloren. Der Mensch wird zum Blatt im Wind quasi. Er wird zum Blatt im Wind. Unkonzentriertheit habe ich ja heute schon bei vielen Schulkindern. Und wir wissen ja, mit welch weltbekanntem Energy-Drink heute Jugendliche in die Schule kommen. Wir wissen, dass das Thema Wassertrinken nicht mehr so im Vordergrund steht. Da gibt es viele bunte Sachen, die uns davon ablenken. Dann die Verbindung, also einmal die Stoffe, die dem Körper zugeführt werden über Essen und Trinken, haben wir vorhin erwähnt. Zweitens die hohe Belastung. Und heute in einem Schulzimmer, wissen wir, von 20 Schülern, die da drin sind, haben im Schnitt 18 ein funktionierendes Mobiltelefon bei sich. Das bedeutet, die Kinder, wenn der Lehrer jetzt auch noch eins hat, dann sind es 20, sitzen in einem Gewirr von 20 Mobiltelefonen. Wenn wir es ganz verrückt machen, dann sind im UMTS-Netz 1, 2, 3, 4, 5 tätig, die anderen 5 im G3-Netz und vielleicht hat noch einer ein älteres dabei oder was. Und da man im Schulzimmer auch Computer braucht, wird auch noch WLAN angeschaltet. Jetzt sind das ja kleine Körper. Jetzt rede ich mal da von vielleicht 5. oder 6. Klasse. Das sind die Kinder so zwischen 10 und 12, Beginn der Pubertät. Wenn ich jetzt diese jungen Körper, die sich gerade ja erwachsen sollen, die ja gerade in ihre volle Reife und volle Kraft kommen sollen, wenn ich diese dem eben genannten Szenario permanent aussetze, und permanent heißt von Montag bis Freitag, welche Konsequenzen sind dann bei diesen Menschen zu erwarten? Ja, also ADHS kennen wir ja alle, das Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefizitsyndrom, was wiederum behandelt wird mit Ritalin. Das eine, der Elektrosmog, der es auslöst, und das andere, das Ritalin, das es wieder dämpfen soll, sind beide giftig für das Gehirn. Das eine so schädlich wie das andere. Und die Kinder leiden dann natürlich auch darunter, dass sie den Lernstoff nur noch schwer aufnehmen können. Letztlich dann nur noch vom Monitor. Sie können das, was Sie lesen, nur schlecht aufnehmen, was gesprochen wird, auch. Sie können es nicht in einen Zusammenhang stellen, Sie können kein Gesamtbild erstellen, sondern es sind lauter punktuelle Einzelheiten, die ins Kurzzeitgedächtnis gehen, von dort reproduziert werden, aber nicht im Langzeitgedächtnis landen. Wow, das ist ein immenser Nachteil durch diese ganzen Belastungen. Gehen wir mal weiter. Jetzt bin ich ja ein Mensch, der sagt, ich kann mir ja jetzt nicht eine Taucherglocke umstülpen und mich damit durch die Welt bewegen, das würde nicht gehen. Jetzt werden natürlich viele Eltern, die das hören, sagen, um Gottes Willen, ich kann zu meinem Kind nicht sagen, du gehst nicht mehr in Schule oder so. Wie können wir denn darauf einwirken, um da unser Gehirn mehr zu schützen? Ich habe vor kurzem ein Bild bekommen von einem jungen Mann in London, der läuft nur noch wie so ein Alufolienhelm, sieht das aus, auf dem Kopf rum. Das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man das sieht.
Nützt das überhaupt was, was er da macht? Es wird dazu kommen, dass wir so Helme tragen und auch Kleidung tragen, die mit Silberfäden durchwirkt sind und den Körper abschirmen sollen. Das ist aber so lange Nonsens, solange ich nicht geerdet bin. Denn wohin soll denn das Aufgenommene gehen, wenn es nicht abgeleitet wird? Das heißt, ohne Ableitung über eine Erdungsmethode ist das Ganze eher schädlich. Diese Fäden und diese Helme wirken ja als Antennen für den Elektrosmog. Damit verschlimmere ich es primär. Es sei denn, ich leite es in die Erde ab. Also ableiten würde bedeuten, so wie ich von dem Alexander Glock schon erfahren habe, Lederschuhe tragen. Richtig. Die eine barfuß laufen, die andere. Oder jeder müsste dann so ein, ja, ich sag mal, so ein gedrehtes Kabel, was hinter ihm runterhängt, wie so ein Schwanz vom Pferd, vom Tier, auf dem Boden schleifen haben, was letztendlich diese, wie nenne ich das, Spannung oder wie heißt das, was ich da aufnehme? Die galvanische Aufladungsspannung, ja. Genau, die wieder ableitet, wie man das vom Blitzableiter kennt. Gleiches Verfahren, dass es in den Boden geht. Ohne das würde nämlich was passieren? Ich lade meinen Körper noch mehr auf? Ja, die Haut ist ja dann der Überträger. Die Haut wird außen aufgeladen positiv. Positiv heißt elektronendefizitäre Ionen. Mhm. Die Aufladungsspannung kann gehen bis 200 Volt. Dann gibt es ja auch Blitze, wenn ich beim Auto eventuell ein Metall anfasse. Und der Körper ist gezwungen, von innen her seine Elektronen dafür auszugeben. Der Elektronenschatz des Körpers wird verschwendet, um die Haut von innen zu befrieden. Und damit sinkt mein Membranpotenzial sämtlicher Körperzellen so ab, dass die Körperzellen dem Stress, dem nitrosamin-oxidativen Stress nicht mehr gewachsen sind. Die freien Radikale gehen dann auf meine Mitochondrien, die Energiepakete in den Körperzellen, lädieren die DNS in den Mitochondrien so, dass der Körper sie für fremd ansieht und sie mit Antikörpern attackiert. Dann habe ich die autoaggressive Mitochondriopathie, die dann vor allem im Gehirn passiert. Und das ist der Anfang vom Untergang. Also ich höre viel im Moment und auch Heilpraktiker aus Deutschland waren schon bei mir in der Sendung und kommen immer mit dem Krankheitsbild MCS, Multiple Chemical Resistance oder Sensitivität. Sensitivity. Ja. Die auch beinhaltet diese Empfindlichkeit bei elektromagnetischen Strahlungen. Also es geht das so schwer, dass Leute wirklich mit Aluminiumfolie ummantelte Wohnwägen irgendwo sich in den Wald stellen, weil sie zu Hause weder schlafen können, sich noch bewegen, sie Hautreizungen, Ausschläge, Allergien, Unwohlsein, Schwindelgefühl, was hat sie mir noch geschrieben, Probleme mit den Augen, Probleme mit den Ohren, Schweißausbrüche unkontrolliert zu jeder Tages- und Nachtzeit. Alle diese Dinge haben die Menschen dann. Ist das dann vom Gehirn ein Notprogramm? Ja, das Gehirn ist dann nicht mehr in der Lage, mit seinen normalen Neurotransmittern umzugehen. Auf der einen Seite Dopamin und Serotonin und Oxytocin, auf der anderen Seite Gamma-Aminobuttersäure, GABA. Dieses Gleichgewicht stimmt dann nicht mehr. Und ersatzweise springt dann erstaunlicherweise der Dünndarm ein, der normalerweise mehr Serotonin, also Glückshormon, produziert als das Gehirn. Und der Dünndarm ersetzt dann die Serotoninproduktion durch eine Histaminproduktion. Und das Histamin wiederum macht Allergien noch und nöcher, macht Nervosität, macht Hautausschläge und macht das Gehirn verrückt. Das Histamin versetzt das Gehirn in Panik. Da kommt eine Gefahr auf mich zu, obwohl es gar keine so große sein muss. Aber das Gehirn meint, da kommt quasi der Säbelzahntiger. In Wirklichkeit ist es nur Weizen, was derjenige gerade gegessen hat. Das heißt, wir werden durch diese Stoffe und Einwirkungen auf unser Gehirn wie in eine Illusion versetzt? Wir werden in eine Pseudo-Welt versetzt, die von Angst beherrscht ist.
Und das löst alles aus, erstens Stoffe und Strahlungen, die auf uns einwirken. Ich meine, wir leben ja jetzt nicht im 16. oder 17. Jahrhundert, wir leben ja im 21. Jahrhundert. Und da müsste doch eigentlich vollkommen klar sein, dass wenn wir unser Gehirn nicht schützen, die gesamte menschliche Funktionalität irgendwo in Bach runtergeht, weil ich habe noch nicht gehört, dass einer ohne Gehirn leben kann. Und wenn das nicht getan wird, dann bedeutet es doch auf die Konsequenz, dass wenn wir dieses Thema mit der elektromagnetischen Belastung, wir haben glaube ich jetzt 6 Netze, die aktiv laufen, G3, UMTS, LFT, dann gibt es noch ein Tetranetz, dann gibt es noch, also unglaublich viele. Nicht zu vergessen der Richtfunk und HARP. Wollte ich gerade sagen, und da gibt es noch mal einen Dollarer dazu, dann darf man auch nicht vergessen, jedes Auto hat ein GPS, das heißt, es gibt einen Befehl nach oben und es gibt einen Befehl nach unten. Und der Befehl nach unten ist natürlich ein globaler, das heißt, der klatscht vom Satellit auf den ganzen Planeten permanent. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Spielereien, die CB-Funker und mit dem Funk und mit jenem Funkgerät, alles was an ferngesteuerten Autos. Und Satelliten überhaupt, gell, die militärischen zum Beispiel. Genau. Und alle diese gehen ja mit einem Frequenzfeld auf die Erde. Jetzt laufen wir nun mal auf der Erde rum. Das heißt, alle diese Frequenzfelder werden auch von unserem Gehirn aufgenommen. Richtig. Jetzt sagen wir Menschen manchmal unterschiedlich, sie haben keinen Tinnitus, aber manchmal erzählen sie mir, dass sie stundenlang ein Brummen oder Pfeifen im Ohr haben, aber nur über gewisse Zeit. Plötzlich ist es wieder weg. Andere sagen, sie sind wie als wenn ihnen auf den Schultern 2-3 Zentner liegen würden. Sie sitzen so da und können sich kaum, also nicht von Schwäche oder von, dass irgendein Organ oder ein Körperteil erkrankt ist. Der Antrieb, es ist wie Antriebslosigkeit. Er sagt, du, ich komme kaum aus dem Sessel hoch. Alles erscheint mir 10-mal so schwer wie normal. Und das auch nur sporadisch eine gewisse Zeit und plötzlich ist es wieder weg. Ja, das ist dann neben dem Basis-Smog ist es dann vor allen Dingen HARP. HARP kann ja im Bereich von 20 bis 30 Hertz senden. Da wird man aktiv, wird das Gehirn aktiv. Es kann 30 bis 40 Hertz senden. Da werden wir überaktiv und nervös oder sogar wiederum verrückt. Wir werden fanatisch, Terrorismus. Oder das Gegenteil, 5 bis 10 Hertz. Dann sind wir zunächst mal ausgeglichen und ruhig. 3 bis 5 Hertz, dann werden wir lethargisch und depressiv. Ängstlich, das lässt sich mit HARP alles steuern, nicht nur weltweit, sondern lokalisiert. Also, für die Zuschauer, die vielleicht dieses Wort noch nicht so oft gehört haben, HARP ist eine Technologie, die sich auf die elektronische Modulation von Frequenzen einschießt. Die werden bis in die Stratosphäre hochgeschossen und in die Ionosphäre sogar, also über die Stratosphäre hinaus. Und das kann sich jeder vorstellen. Irgendwann gibt es so Schichten und wenn sie da was hochschießen, geht das auch wieder runter. Das verschwindet nicht irgendwo im Nirvana. Nein, das reflektiert sich an den um die Erde gelagerten Schichten. Und wie der Dr. Döb gerade sagt, das heißt, ich kann das von XY, eine große Station steht da in Alaska, in Schweden stehen welche, auch in Europa stehen welche, die dieses ganze System unterstützen. Da geht man auch davon aus, dass mit diesen Systemen auch diese Thematik Geoengineering viel zu tun hat. Und man vermutet sogar, dass durch einen Fehler in einer solchen Anlage in Russland Tschernobyl letztendlich ausgelöst wurde durch diese hohen elektromagnetischen Spannungen. Können wir alles nicht beweisen, sind Hypothesen, können Sie aber alles so im Internet nachlesen. Und der Zweck dieser Anlagen wird natürlich immer Hokuspokus gemacht, das heißt, es ist für wissenschaftliche Dinge zu erforschen und dies und das. Dass Menschen und Tiere leiden, wo solche Anlagen stehen, das ist bewiesen, das ist alles schon dokumentiert, kann man auch finden. Und der Punkt, wo ich jetzt hin will, ist, jetzt bin ich als Mensch wieder betroffen, sitze jetzt da und sage, jawohl, super, jetzt weiß ich, dass sie mein Hirn im Prinzip da einmatschen oder sonst was machen. Welche Chancen, bevor wir nachher in der zweiten Hälfte uns mehr über die Stoffe unterhalten, wo der Mensch vielleicht schon die erste Sorge tragen kann, dass gewisse Stoffe gar nicht in seinen Körper kommen, aber gegen elektromagnetische Einflüsse habe ich ja wenig Chancen. Was empfiehlt denn jemand mit deiner Erfahrung? Wie kann ich als Mensch mir denn da eine Erleichterung oder einen Schutz verschaffen? Auf jeden Fall sollte man einen Umhänger tragen, so wie ich ihn hier unterm Hemd habe, der sich quasi als Opfer dem Elektrosmog zur Verfügung stellt und einen großen Teil davon
absorbiert und neutralisiert und vielleicht sogar umwandelt. Also ohne einen solchen oder ähnlichen Schutz geht es eigentlich gar nicht mehr. Und dann sollte ich dem Gehirn anbieten, was es braucht. Ich esse jeden Tag GABA-Kapseln, weil ich weiß, die Gehirne von uns allen leiden unter GABA-Mangel. GABA ist das einzige gehirneigene Hormon, das das Gehirn harmonisiert und ruhig stellen kann. Wow, habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ganz interessant, GABA. Wie sagten die Großmütter, Butter ist Nervennahrung. Mhm. Bekannt, oder? Ja. Und es hieß immer nur die gute Butter. Exakt. Verdrängt von der Margarine dann. Warum gute Butter? Weil da Buttersäure drin ist. Und weil die Buttersäure immer zu einem Teil Gamma-Aminobuttersäure ist, wodurch das Gehirn sich selbst harmonisiert. Interessant. Was macht jetzt ein Mensch, der vegan lebt? Warum hat mit vegan nichts zu tun? Ja, der isst ja keine Butter. Naja, also da muss er sich die Gamma-Aminobuttersäure als Kapseln zuführen, ist gar kein Thema. Aha, das Gleiche wie du machst und auch wenn jemand sich informieren will, wo er das bekommt oder ob er das braucht, kann er sich gern ans Gesundheitszentrum nach Bichwil wenden und kann sich dort informieren lassen. Und das Zweite ist der Weihrauch. Also was hat Jesus bei seiner Geburt bekommen als Geschenke? Weihrauch, Myrrhe und monoatomisches Gold. Sicher kein materielles Gold, das wäre ja eine Beleidigung gewesen. Weihrauch und Myrrhe sind ideal, um im Gehirn die Prozesse, die bei uns allen jetzt dort ablaufen, zu dämpfen und zu reduzieren und vielleicht sogar zu heilen. Ohne Weihrauch, Myrrhe ist schwer zu kriegen, aber ohne Weihrauch wird es in Zukunft gar nicht mehr gehen. Da können wir auf die katholische Kirche zurückgreifen, die dieses Know-how seit 1700 Jahren hat. Warum in Santiago de Compostela Weihrauchschwaden noch und nöcher? Weil die Leute ihre Aggressivität verlieren, weil sie ihre Autoaggressionen verlieren und weil sie in einen wohligen Dämmerzustand kommen. Ja, liebe Zuschauer, dann besorgen wir uns mal ganz schnell Weihrauch, weil, wie gesagt, es soll von unserem grundsätzlichen Glauben her eine tolle Geschichte sein. Wir riechen es immer und wenn es noch für unser Gehirn da ist. Und was wir alles weitere noch tun oder verhindern können, dass es unserem Gehirn gut geht, das gleich nach der Werbung. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline morgens von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. So, zurück sind wir wieder bei mir zu Gast Dr. Manfred Döb, ein Mediziner, der neben der Schulmedizin auch viele, viele alternative Methoden ausprobiert hat, sich darüber informiert hat, teilweise auch diese anwendet. Heute unser Thema Gehirnattacken. In der ersten Hälfte haben wir bereits darüber gesprochen, was ist das Gehirn, wie funktioniert das Gehirn, was passiert denn mit Elektrosmog, was passiert mit Stoffen, die ich über Nahrung mir zuführe. Wie, letzte Frage, die ich dazu eigentlich noch habe an Dr. Döb, bevor wir ins Thema der Stoffe gehen und wie wir helfen können. Wie kann ich mein Gehirn reinigen? Da gibt es das Anhören von CDs, von DVDs mit harmonischer Musik. Mozart, klassisches Beispiel dafür. Aber es gibt inzwischen eine große Zahl von Musikstücken, die wunderbar auf das Gehirn wirken, damit es von seinen exzitatorischen Spitzen wegkommt, damit eine Harmonie im Gehirn herrscht. Vom Materiellen her ist es das Korianderkraut. Ah, okay. Koriander insbesondere, aber auch sein Kraut als Tinktur ist die einzige natürliche Substanz, die in der Lage ist, das Gehirn von seinen Giften zu reinigen. Korianderkraut. Ja. Sie haben es gehört,
würde ich jetzt gleich mal losziehen und mir das mal holen. Das wird wahrscheinlich entweder als Gewürz, kenne ich Koriander, zum Essen. Natürlich, und als Gewürz wirkt es schon auch, aber die Tinktur des Krautes ist noch besser, die finde ich im Internet. Wunderbar. Aber wir wollen ja nicht immer erst das Kind aus dem Brunnen holen, wenn es schon reingefallen ist, sondern es geht uns ja auch immer darum zu sagen, wie kann ich denn vorbeugen? Was muss ich heute in dieser Welt zu dieser Zeit tun, dass mein Gehirn keinen Schaden leidet? Weil, wie gesagt, ist ja die Steuerzentrale unseres Körpers. Welche Stoffe, wo muss ich vor achtsam sein? Was sollte gar nicht in meine Nähe kommen? Ich sollte keine Metalle im Mund haben. Schließt sich der Kreis wieder. Ich sollte keinen Spray mit Aluminium oder irgendeinen anderen aluminiumhaltigen Stoff zu mir nehmen, wozu auch die Impfstoffe gehören. Mhm. Impfstoffe enthalten als Verstärkermittel durchweg Aluminium. Das heißt, die Schwermetalle und die Leichtmetalle sind beide für das Gehirn Gift. Quecksilber, Platin, Palladium, Schwermetalle, Titan, Leichtmetall und dann eben die ganze Palette Aluminium und Fluor vor allen Dingen. Ja, selbst ein Metall, und als ich ja vor nicht allzu langer Zeit da bei Dr. Gabor Roos auch im Gesundheitszentrum war, war ja auch das Thema, was mich ganz verblüfft hat, weil überall wird ja Gold als hochschwingendes und fast so ein spirituelles Metall gehandelt. Und plötzlich erfuhr ich, dass Gold im Mund auch nichts zu suchen hat. Wenn es pures Gold wäre, dann wäre es ja noch in Ordnung, denn Gold hat ja durchaus positive pharmakologische Wirkungen. Es ist ein Anti-Rheuma-Mittel. Mhm. Aber was wir im Mund haben, ist ja nur zu 80-90% Gold. Der Rest sind Platin, Palladium, Iridium, Wolfram, Osmium und so weiter. Das sind alles Gifte. Ah, jetzt wird mir natürlich klar, würde man aus 9,999 Feingold das machen, würde das gar nicht gehen, weil es viel zu weich ist. Ich würde es mit einem kräftigen Biss schon kaputt machen. Aha, also geht es gar nicht, also wird Gold gehärtet. Wolfram ist ja das berühmte Falschgold. Also ein Laie wird einen Wolframbarren kaum von einem Goldbarren unterscheiden können. In Fort Knox kennt man das Thema. Auch in China hat man davon schon gehört. Das heißt, also auch alle diese Metalle, ich fasse nochmal zusammen, Quecksilber, Cadmium, Palladium, Platin, Blei und Gold und Silber. Jetzt aber, dass die Zuschauer nicht ganz verwirrt sind. Jetzt hört man ja auch immer wieder von kolloidalem Silberwasser, kolloidalem Goldwasser. Ist das nicht dasselbe, was ich mir da reinschütte? Nein, da habe ich ja 5 bis 20 ppm, Parts per Million. Mhm. Und in dieser Dosierung ist es ein Heilmittel. Gold sowohl auch wie Silber tötet Erreger ab. Nur ich darf es nicht überdosieren. Also über 50 ppm auf gar keinen Fall, besser nur 20. Dann ist es in Ordnung. Wie kann ich das messen? Das muss auf jeder Flasche draufstehen, die ich kaufe, oder wenn ich es mir selber herstelle, brauche ich ein Messgerät dafür. Es gibt Messgeräte. Auch Internet reingehen, gucken, wo man diese Messgeräte für genau. PPM, Parts ja. per Million, heißt ja. diese Abkürzung, wo sie die. Und dann, wie gesagt, können Sie das durchaus selber machen. Und wenn man glaubt, das wäre kompliziert, ist es gar nicht. Nehmen Sie ein Glas Wasser, stellen Sie aus der Großmutter im Silberbesteck einen Silberlöffel rein, gehen Sie über Nacht schlafen, kommen Sie am nächsten Morgen, halten Sie Ihren Messer rein, plötzlich sehen Sie, dass gewisse, ich glaube, da hat es 15 ppm, wenn man es nur einfach in den Löffel reintut und stehen lässt. Aber Sie hören es auch, was der Dr. Döb sagt, da sind wir schon in der richtigen Richtung. Auf keinen Fall solche Dinge überdosieren, weil dann können sie zu schweren körperlichen Konsequenzen führen. Was passiert, wenn man Silber überdosiert im Körper? Ja, man kriegt dann eine Silberfärbung der Haut, weil die Leber nicht weiß, wohin damit. Sie schickt es in die Haut hinein und ich glänze plötzlich silbrig. Ist aber für die Leber ein echter Schaden. Ich wollte gerade sagen, das mag vielleicht ein Gag sein in der Disco oder so, aber ich glaube, gesund ist was anderes. Dann schauen wir uns mal andere Thematiken an. Du hattest auch vorher die Leichtmetalle schon erwähnt. Aluminium, Titan, Barium, Strontium, Lithium. Ich als im Internet bescheinigter Verschwörungstheoretiker, jetzt klingelt es natürlich bei mir sofort, wenn ich diese Bezeichnungen lese, weil ich die auch in anderen Thematiken kenne. Jetzt ist hier eindeutig gesagt, dass das schädlich für uns ist.
Ich sage das Zauberwort Chemtrails, da wird es über uns ausgekippt, ist in jedem Regenwasser nachweisbar. Wer ein neutrales Labor findet, kann das auch gerne selber tun und das nachweisen. Also, das heißt auf unseren Pflanzen, alle die, die denken, sie tun sich besser ernähren aus dem eigenen Garten, haben ja da im Prinzip dann auch die schwarze Karte gezogen, weil wenn ich das Zeug auf meinem Salat habe, dann würde ich alles tun, nur den nicht essen. Weißt? Ja, ich darf wirklich, was aus dem Garten kommt, nicht mehr einfach so essen, sondern muss es unter fließendem Wasser bürsten oder sonst wie reinigen. Also das heißt, es beginnt dort bei allem, was auf Bäumen wächst, Äpfel, Birnen und so weiter, geht über Trauben, kommt ja jetzt gerade die Zeit wieder. Und jetzt erzähl mir mal, wie man Trauben wäscht. Ja. Ich empfehle Trauben so, wie sie sind, gar nicht zu essen, sondern tatsächlich den Saft oder den Wein zu bevorzugen. Traubenkerne? Traubenschale und Kerne aufgelöst in einem Mixer, wunderbar. Aha, okay. Also auf jeden Fall darauf achten, dass man nichts mehr einfach so aus dem Garten, wie man das als Kind, ne, da ist man in den Garten, hat zack, Tomate runter, hat die gegessen und gut war's. Damals galt ja noch das Wort, Mai-Regen bringt Segen. Ja. Das ist vorbei. Stimmt, ja. Also auch diese Dinge weghalten. Dann steht hier organisch-chemisch neu synthetisierte Moleküle. Und jetzt wird es natürlich schwierig, weil die Worte kenne ich nicht mal. Da steht jetzt zum Beispiel Fullerene, Graphene, Nanotubuli, Nanopartikel, gut, ist mir ein Begriff, Mikro, Plastikfasern auch, Mogelans. Jetzt sind wir natürlich, jetzt kriegen wir den Orden, wir kriegen den Orden der Oberverschwörungstheoretiker, aber das gibt es ja offiziell auch nicht. Ich meine, es laufen zwar 400.000 Leute in Deutschland rum, denen Plastikstücke aus der Haut wachsen, aber offiziell gibt es das nicht. Bei uns nicht, die Morgellonose ist bei uns nicht anerkannt. Aber wir haben immer wieder Patienten, die das Vollbild zeigen. Was sind das für Stoffe, wie zum Beispiel diese Folimine? Naja, das sind Partikel, die wie Fußbälle aufgebaut sind, wie ein Fußball. Lauter Sechserringe oder Fünferringe formen sich zu einem Fußball. Nur eben im Nanometerbereich, also nicht sichtbar. Ja. Und diese Fullerene oder Nanotubuli haben die Fähigkeit, wenn man in etwas in sie hineintut, wobei man fast alles, was man will, hineintun kann, auch sehr schädliche Stoffe natürlich, wenn ich dies dann zu mir nehme, durch Atmung oder durch Essen oder Trinken oder über die Haut, dann gehen die im Körper dahin, wohin sie die Affinität haben, wo die Resonanz ist. Okay. Und das ist dann bevorzugt leider eben auch das Gehirn. Das heißt, ich kann damit chemische Stoffe den Menschen zufügen und die gehen dahin, wohin ich sie haben will. Wo finde ich diese denn? Wo gibt es solche Verbindungen? Naja, wir sehen es doch in der Kosmetik schon, wenn jemand mal in der kosmetischen Industrie schaut, ob da was von Nano steht oder von Tubuli steht. Die kosmetische Industrie ist inzwischen voll damit. Das heißt, die es nicht wissen und bedenkenlos in unseren ganzen Parfümerien und mittlerweile ja Discount-Parfümerien, diese Dinge kaufen, die schmieren sich ins Gesicht oder wir hatten vorhin das Thema Dior-Spray gehabt, das ist auch Aluminiumbelastung unglaublich und merken gar nicht, welche Stoffe drin sind und die werden dann von der Haut aufgenommen? Diese Nanopartikel sind so klein, dass sie von Haut und Schleimhaut aufgenommen werden und ins Blut übertreten. Der Körper erkennt sie dann eventuell als fremd, wenn es gut geht, und überführt sie in die Lymphbahnen, dann gehen sie wiederum unter die Haut und machen die Haut rebellisch, also Ausschläge passieren. Mhm. Dann haben wir noch von diesen Stoffen ja einen Haufen, was bei uns immer nur ins Bewusstsein kommt, wenn es irgendwo mal wieder kracht und scheppert, radioaktive Stoffe. Ich meine, Fukushima ist noch nicht so weit her. Die Atomindustrie hat es schon vergessen, baut kräftig an weiteren neuen Kraftwerken und ist ja auch alles nicht so schlimm und man soll uns da nicht verrückt machen lassen. Ich höre ja immer diese Quaker da im Fernsehen, die der Atomlobby nach dem Mund reden. Die Gefahr durch Radioaktivität wird ja immer wieder kleingeredet, ja. Wird ja immer gesagt, ach so ein bisschen, der Mensch, wir haben natürliche Radioaktivitäten, ist ja alles ganz in Ordnung. Diese
Zustände, die ein Körper erreicht, wenn er in einen Altersprozess geht. Hat mir mal ein Wissenschaftler erklärt, das ist der Zustand, der der Körper übernimmt, wenn er radioaktiv verseucht ist. Ja. Er baut sich quasi ab. Ja, die Zellteilung findet dann praktisch nicht mehr statt. Das ist ja was unglaublich Schlimmes. Wo ist denn diese Thematik, ich meine, vor Radioaktivität schützen, ist fast unmöglich, wissen wir heute. Ich meine, du kannst ja nicht irgendwo 2, 3, 4, 5 Stockwerke unter der Erde dir einen Kessel bauen, dann stirbst du da drin, weil du kein Sonnenlicht hast. Also einen Tod stirbt man anscheinend immer. Und ich kann dem nicht ausweichen. Wie bekomme ich es raus aus dem Körper? Ja, da gibt es die Clinoptilolite, das gemahlene Gesteinsmehl, auch Zeolite genannt. Die haben so viele offene Poren wie etwa Aktivkohle oder auch Chlorella-Algen und nehmen die Schadstoffe auf, aber leider auch sinnvolle Stoffe wie Mineralien, das ist der Nachteil, und transportieren sie, wenn es gut geht, raus. Allerdings haben viele Firmen inzwischen gemerkt, da ist ein Markt, und mahlen Gesteine, die wiederum Aluminium enthalten. Das heißt, ich muss beim Zeolit sehr darauf achten, dass ich nicht ein aluminiumhaltiges zu mir nehme. Wie weiß ich das denn als Endverbraucher? Ich muss die Firma befragen, ob sie nachgewiesen haben, dass ihr Zeolit aluminiumfrei ist. Ah, oder ich wende mich ans Gesundheitszentrum in Bischwil und erfahre dort, wo ich es richtig herkriege. Es gibt ja auch gute Firmen auf dem Gebiet. Ja, das sage ich ja. Das ist es ja. Man muss jemanden haben, liebe Zuschauer, wo man vertrauensvoll beraten wird. Denn die große Problematik ist ja heute das Profitsystem. Alle machen ihre Thematiken in der Masse nur, um Profit zu machen und um Geld zu verdienen. Der eigentliche Sinn der Handlung wird weit zurückgestellt. Und so wird es natürlich auch, warum vermalt einer Steine, wo Aluminium drin ist, um Geld zu verdienen? Würde er sich an die Aussage halten, wie der Dr. Döb gerade gemacht hat, was dieses Dinopolit eigentlich für Möglichkeiten hat durch die Großporigkeit, wäre das toll. Aber wahrscheinlich will man mehr verkaufen und schneller handeln, dann wird wieder rumgepfuscht. Achten Sie darauf, dass Sie also das Original bekommen und dass Sie es von einer vertrauenswürdigen Quelle erhalten. Ein anderes Thema, wir hatten jetzt Schwermetalle, wir hatten äußere Einflüsse durch Belastungen aus Kunststoffen und aus Radioaktivität. Jetzt haben wir ja noch unser ganzes schönes Thema Viren und Bakterien. Das ist ja auch nochmal abendfüllend, das ganze Thema. Auch da ist es ja so, wir sollten ja eigentlich denken, in unserer desinfizierten Welt und überall, wo du gehst und stehst, wird geputzt, gereinigt und gewienert. Aber irgendwie reicht es anscheinend nicht. Trotzdem, wie gesagt... Die Methode ist ja auch völlig falsch, denn die Natur ist im Gleichgewicht. Die pathogenen und die guten Keime halten sich im Gleichgewicht. Sobald ich alles entferne, überwiegen sofort die pathogenen Keime. Aha, das heißt, wir desinfizieren uns krank. Jedenfalls auf die falsche Art und Weise, ja. Mit diesen Stoffen, ich fasse sie auch da noch einmal zusammen, da sind aufgeführt Borrelien, Treponemen, Chlamydien, Legionellen, Leptospiren und Nanobakterien. Wow, da hört sich keines gut an. Ja, vor allen Dingen, vor 50 Jahren kannte die alle noch keiner. Noch nicht mal vor 20 Jahren gab es die. Die Legionellen wurden ja von den Legionären von Vietnam erfunden, quasi, entdeckt. Das heißt, diese Bakterien haben ja keine Historie wie etwa Cholera, Tuberkulose oder so, sondern die sind ja neu auf dem Markt. Da kann man sich fragen, ja, woher kommen sie denn? Haben die sich von selber gebildet? Und warum haben sie ein Know-how, das den alten Bakterien weit überlegen ist? Denn sie sind alle in der Lage, ins Gehirn zu gehen und sich im Gehirn in die DNS zu etablieren. Das kann ein Tuberkelbakterien, kann das nicht. Cholera auch nicht. Sondern das sind Fähigkeiten, die diese neu entdeckten, ich sage mal lieber neu geschaffenen Bakterien enthalten, die sind phänomenal. Also man liest ja viel, auch Internet und Fachpublikationen über diese ganze Thematik von künstlich erschaffenen Krankheiten. Wir haben, glaube ich, Jahrzehnte die Diskussion zum Thema AIDS geführt. Ist es natürlich entstanden oder irgendwo im Labor entstanden?
Heute haben wir Ebola, wir haben zwischendurch Schweinegrippe, Rinderpest und was weiß ich. Ich sage immer Papageienwahnsinn, haben wir jetzt noch nicht gehabt, vielleicht kommt der auch noch. Alle diese Dinge und plötzlich ist es, habe ich manchmal den Eindruck, es ist, sie passen sich alle an wie in der Mode oder in der Musikbranche. Es kommt ein Hype, der wird hochgezogen bis zum Erbrechen, wird so viel Geld verdient, wie es nur geht. Batsch, morgen ist er weg, wird nicht irgendwas dahinter, nee, da kommt ein neuer Hype. Eben. Und dann wird es wieder gemacht. Und man hört plötzlich von den ganzen todbringenden Krankheiten gar nichts mehr. Nein, ich meine, wenn man die großen Krankheiten, die Volkskrankheiten verfolgt über die letzten 100 Jahre, stellt man fest, dass der Kühlschrank das Entscheidende war, um mit Infektionen umzugehen oder sie zu vermeiden. Dass der Wohlstand der Bevölkerung, dass die Leute sich gescheit ernähren können, dass die das auch bezahlen können. Und dass auch die allgemeine Hygiene, das heißt also, dass ich vor Hände und nach waschen, dem Toilettengang die Hände wasche, wenn möglich, dass das die entscheidenden Schritte waren, um mit Infekten umzugehen. Und wenn jetzt in Westafrika die Ebola grassiert, dann liegt es an einem Mangel daran. Den Leuten fehlt es an Hygiene, an Wohlstand, an Kühlschränken und. Wenn man guckt, da, wo ist ausgebrochen, Sierra Leone und da, am Horn von Afrika, da liegen ja diese ganzen armen Staaten wie Guinea-Bissau und so weiter. Staaten, wo wirklich, also ich glaube, mit 10 Cent am Tag man überleben kann und also weniger die Menschen haben. Und dort natürlich guckt da keiner auf Hygiene und darf keiner denken, dass da Kanalisation gibt oder solche Dinge. Oder dass die Menschen gewohnt sind, den Vorgang des Stuhlgangs mit Hände waschen. Wo denn? Es gibt ja nicht mal Wasser zum Trinken, geschweige denn zum Hände waschen. Und da müssen wir uns immer wieder an die Nase packen und uns fragen, warum das so ist. Wieso wir, Luftlinie, sage ich jetzt mal 5000 Kilometer weiter nördlich, in Saus und Braus leben und alles toll ist und wieso da unten alles nicht so ist. Jetzt haben wir doch so viel Entwicklungshilfe und jetzt tun wir doch Millionen immer reinpumpen. Und auch dort fährt der Präsident ein Mercedes-G-Modell, verstehe ich gar nicht, wie das her hat. Okay. Was bleibt mir als Mensch, um letztendlich diese Thematik in meinem Körper in den Griff zu kriegen? Naja, ich sollte mich schon vor Zecken ein bisschen hüten, das ist klar, aber die Zecken sind gar nicht mehr das Entscheidende, sondern jedes Insekt heutzutage überträgt diese Erreger. Jedes. Ach. Also ich sollte mich vor jedem Zeckenbiss oder Stich hüten. Jetzt habe ich sowohl von dir als auch, wie gesagt, von anderen, die im medizinischen Bereich tätig sind, Aussagen bekommen, dass es fast keinen Menschen mehr gibt, der keine Borrelien oder Chlamydien in sich trägt. Genau. Der Unterschied ist nur, hast du ein starkes Immunsystem, hält es das im Griff, fällt dein Immunsystem irgendwann mal ab durch eine Belastung, wie auch immer, baff sind sie da und legen dich dann flach. Richtig. Aber das Immunsystem bei uns heutzutage ist ja nur zum Teil geschwächt. Überwiegend ist es auf Abwägen, Allergien und Autoaggressionen. Das heißt, im Rahmen von Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten greift das Immunsystem Stoffe an und Erreger an, die gar nicht gefährlich sind. Und es greift körpereigene Gewebe und Moleküle an, die der Körper natürlich braucht. Also die Abwege Allergie und Autoaggression bedeutet nicht, dass das Immunsystem schwach sein muss. Es ist auf Abwägen. Es kümmert sich sinnlos um nicht Gefährliches und vergisst das Gefährliche. Es gibt ja über das Thema Übersäuerung viele Bücher. Und in der Schulmedizin wird es immer wieder runtergebügelt. Also da heißt es bloß latente Azetose und das gibt es überhaupt nicht und alles Unsinn. Aber in dieser Thematik einhergehend habe ich im Buch von einem amerikanischen Wissenschaftler gelesen, dass wenn der Körper zu viel Säure bildet und diese nicht abfließen kann oder gewandelt wird durch Basenstoffe, dass dann das Immunsystem die letzte Rettung vom Körper ist, dass er diese Säure puffert. Ist dem so? Ja, ich meine, die Schulmedizin sagt, dass im Blut der Bicarbonatpuffer so stark sei, dass es die Übersäuerung nicht gibt und dass das eine Fiktion sei, ein Popanz. Aber wir stellen fest mit unseren Methoden, dass inzwischen 80% der Menschen übersäuert sind. Das heißt, sie haben eine Magenschleimhautentzündung, die entweder mit zu viel oder zu wenig Säure einhergeht.
Sie haben in der Matrix kein Gleichgewicht zwischen Sol und Gel, sondern Sie haben ein übertriebenes Gel, das heißt, die Matrix ist zäh bis starr und dann funktioniert sie nicht mehr. Das heißt, die Versorgung aller Körperzellen und der Abtransport der Schadstoffe ist dann verzögert, verlangsamt bis funktioniert gar nicht mehr. Und das Immunsystem kann das nicht verhindern. Das ist völlig überfordert damit. Also das ist bestimmt nochmal Inhalt einer separaten Sendung, weil das auch immer mehr Menschen wieder trifft. Und auch wenn die Schulmedizin es vom Grundsatz her ablehnt, würde ich doch gerne nochmal mit dir über die Thematik sprechen. Weil wie gesagt, wenn du sagst 80% der Menschen, da wirst du wahrscheinlich, werden die Kinder ausgelassen sein. Und ob die Erwachsenen, und das sind wir schon fast bei allen Erwachsenen, wir haben nun mal ein säureüberschüssiges Leben durch unsere moderne Lebensart. Aber wie gesagt, zurück. Ich möchte noch mal zum Gehirnthema kommen. Jetzt haben wir ja hier über Erreger, über Bakterien, über Viren, über all diese Dinge gesprochen. Jetzt gibt es da natürlich auch noch Stoffe, ich sag mal, die normalerweise gar nicht so da wären, aber da wir ja auch im landwirtschaftlichen Bereich heute nicht mehr die Zielsetzung haben, den Menschen gesunde Nahrungsmittel zu produzieren, sondern wir haben das Ziel, Millionär zu werden, was ich auch den Bauern natürlich nicht verwehren will, wenn er sieht, wie man schnell in der Finanzdienstleistungsbranche Millionär werden kann und die tun wenig Gutes für den Menschen. Jetzt sagt so ein Bauer sich natürlich auch irgendwann so, und das Unkraut wird immer mehr und die ganzen Schädlinge, die mir das Zeug kaputt fressen, werden immer wüster. Jetzt nehme ich mal die chemische Keule, hol mir Herbizide, Pestizide und richtig drauf. Problem in unserem Gehirn? Ja, natürlich, denn alle diese Zide als Kohlenwasserstoffe sind ja fettlöslich. Also ich kann ja Fett nicht lösen in Wasser, ich kann es nur lösen in Alkohol und anderen Lösungsmitteln. Und alle diese Kohlenwasserstoffe sind unter anderem auch Lösungsmittel. Das heißt, die zersetzen im Gehirn meine Fett-, meine Lipomembranen. Und die Gehirnzellen werden dadurch langsam aber sicher funktionsunfähig. Also auch dort sind dann in der Zukunft, wenn das weiter so läuft, schwere Schäden zu erwarten. Ich bin auch nicht mehr verwundert, warum so Krankheiten wie Alzheimer, Demenz, Parkinson irre Zunahmen haben und irre Zuwachsraten gerade. Und was für mich viel frustender ist als die Zuwachsrate an sich, ist das Reduzierung des Einstiegsalters. Also ich habe vor kurzem gelesen, dass bereits Patienten mit 35 und 40 jetzt die Diagnose Demenz bekommen. Ich weiß nicht, wie deine Informationen sind. Ja, und das beruht auf einer chronisch schwelenden Gehirnentzündung. Das Gehirn weiß sich nicht mehr anders zu wehren, als mit einer chronisch schwelenden Gehirnentzündung, Englisch Silent Inflammation of the Brain, ist in den USA bekannt, bei uns spricht keiner drüber. Und dies wiederum führt dazu, dass die Immunzellen im Gehirn, die Glia, sich vermehren, um dieser Silent Inflammation Herr zu werden. Und die Gliazellen, gut gedacht, aber schlecht gemacht, verdrängen die Gehirnzellen und damit haben wir Demenz. Ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden über das Gehirn sprechen. Leider ist unsere Sendezeit am Ende. Das heißt, vielleicht noch ein Satz für die Zuschauer. Was würde der Doktor sagen? Was ist der beste Schutz, dass du dein Gehirn einigermaßen im Griff hältst? Ja, Kokosnussöl ist ja inzwischen tatsächlich mit Recht in aller Munde. Glutamin, NADH, Q10, Carnitin, Glutathion, DMAE. Das klingt alles sehr chemisch, ist aber alles natürlich. Auch wenn es komische Namen sind, alles natürlich. Das sind die Stoffe, mit denen wir unser Gehirn behandeln können und sollten. Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir werden diese Stoffe in einem PDF auflisten, werden das im Anhang an die Sendung stellen und auch weitere Empfehlungen. Wir bedanken uns für Ihr Zuschauen, einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht.
Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.